Herzlich willkommen zu Horticula. Ja, ich freue mich wirklich, euch dieses Spiel heute vorstellen zu dürfen. Und ich weiß noch nicht allzu viel darüber, außer dass wir einen Gnom, glaube ich, spielen, der dafür Sorge zu tragen hat, dass ein, ja, ich sag mal, Garten wieder zu neuen Glanz erstrahlt und wieder Tiere anzieht und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem neuen Spiel an. Nemesis hilft den mysteriösen Zwergen, ein ödes Ödland zurückzuerobern und eine bedrohende Gefahr zu überwinden. Dann kann man sich den Schwierigkeitsgrad auswählen. Entspannt lässt sich ohne allzu große Herausforderung einen Garten anlegen und die Handlung erleben. Normal stellt dir gelegentlich eine Herausforderung, während du dich um das Anlegen deines Gartens kümmerst. Und schwierig hält dich mit mehr Zerfall und stärkeren Gegenspielern auf Trab. Oh, Gegenspieler gibt's auch. Davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Wir machen jetzt erstmal eine entspannte Runde, um uns das Ganze mal anzuschauen. Eine Verbindung. Endlich haben wir jemand gefunden. Ein Gartenmensch. Hallo, kannst du uns hören? Hab keine Angst. Du befindest dich derzeit im sicheren Transfer zwischen den Welten. Erinnert mich ein bisschen an Loom. Wir möchten dich um etwas bitten, aber zuerst müssen wir deinen Namen wissen. Ich bin Gameplayerin. Und ich darf meinen Namen sogar ausschreiben. Sehr schön. Gameplayerin? Merkwürdig. Aber wir kommen schon damit klar. Hallo? Schön, dich kennenzulernen, Gameplayerin. Wir sind die Hüter, eine uralte, fast vergessene Art. Unsere Aufgabe ist es, uns um jeden Garten zu kümmern. Mit unseren mystischen Kräften helfen wir dem Leben zu gedeihen und zu erblühen. Aber vor einer Weile ist unser Gartenverwalter Nightshade auf mysteriöse Weise verschwunden. Danach begann unsere Welt rasch zu zerfallen. Wir werden dir bei Zeiten mehr erzählen, aber jetzt haben wir eine dringende Bitte. Bitte, Gameplayerin, wirst du unser neuer Verwalter werden und die Pracht unserer Welt wiederherstellen? Nein. Doch, ja, natürlich. Vielen Dank, Gameplayerin. Wir sind dir wirklich dankbar. Wobei es mich interessieren würde, was passiert, wenn ich auf Nein drücke. Bevor wir beginnen, wie möchtest du deinen Garten nennen? Oh mein Gott. Sternenparadies. Sternenparadies. Passt jetzt überhaupt nicht zum Garten? Oh, reicht auch gerade aus. Aber nehmen wir. Sternenparadies? Ja, findet ihr wieder seltsam, ich weiß. Gefällt uns. Ah, okay. Es wird langsam Zeit. Du wirst gleich in Sternenparadies ankommen. Einen Moment noch. Wir melden uns, sobald du angekommen bist. Okay. Das nenne ich mal Ödland, ja? Oh je. Indirection Games präsentiert. Horticula. Tutorial.
Tutorial. Hallo, diese Tutorials führen dich in die magische Welt von Horticula ein. Wenn du das Spiel bereits kennst, kannst du sie in den Einstellungen ausschalten. Du kannst frühere Tutorials jederzeit vom Pausenmenü aus wieder aufrufen. Auch immer dieses Enter drücken. Ich will immer mit der Maus drücken. Jemand hat dir einen Brief geschickt. Er enthält wahrscheinlich etwas Wichtiges. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Wir hoffen, du bist gut angekommen. Wenn du das hier liest, bedeutet das, dass du das Postfach gefunden hast. Prima! Wir kommunizieren meist über Briefe, um unsere Energie zu sparen. Also schau ab und zu mal rein. Wie du siehst, ist Sternenparadies eine Wüste, Einöde. Aber mit etwas Arbeit wirst du es schaffen, ihn wieder zum Blühen zu bringen und schließlich ein legendärer Hortikulturist werden. Machen wir dich zunächst mit den grundlegenden Interaktionen vertraut. Es sollten einige alte Überreste herumliegen, an denen du üben kannst. Versuche, einige der Überreste zu verwerten. Viele Grüße, deine freundlichen Hüter. So, wähle den Spaten und öffne den Katalog. Durch Drücken des Symbols oder die Schaltfläche Katalog. Wähle eine Oberfläche aus dem Katalog aus und interagiere mit einem Stück Land, um seine Oberfläche zu verändern. Kann ich da jetzt einfach Rasen draus machen, oder wie? Du kannst die Veränderung beschleunigen, indem du die Schaltfläche Interagieren gedrückt hältst. Okay, ein unfertiges Stück Boden ist nicht verwendbar. Hier findest du deine verfügbaren Werkzeuge. Schmeiß erstmal die Maus weg, kein Thema. Grundlagen graben. Bearbeite 6 Flecken Abfall mit deinem Spaten. Achso, kann ich nicht einzeln machen? Also gedrückt halten funktioniert nicht. Drücken aber auch irgendwie nicht. Hä? Schauen wir hier erstmal. Dein Notizbuch zeichnet verschiedene Informationen auf. Okay. Fortschritt, Quests, bekannte Kreaturen. Contacts, also Kontakte, archivierte Post, Geschichte und Statistiken. Das ist schön. Ja, wie komme ich hier wieder raus? So. Ah, also einmal klicken reicht anscheinend nicht. Das ist eine deiner gesammelten Oberflächen. Gras. Und so lange dauert es, bis dies fertig ist. 4 Sekunden nehme ich jetzt mal an. Aha, okay. Also einmal klicken reicht nicht, man muss da nochmal draufklicken. Verstehe. Ich soll 6 Flächen machen. Wieso ist meine Aufgabe jetzt schon abgeschlossen? Wir machen das trotzdem, dass das hier schön aussieht. Obwohl, er sagt immer noch nicht abgeschlossen. Waren auch nur... Nee. Ach, er zeigt es mir da gar nicht an, sondern nur in Form vom Brief, oder wie? Moment, den machen wir noch, damit wir es ein bisschen besser haben. Wunderbarer Start. Die Wahl des Untergrunds bestimmt, welche Gegenstände du darauf platzieren kannst. Legen wir gleich los, indem wir etwas Schafgarbe oben auf dein frisch umgewandeltes Gras platzieren. Denke daran, dass sie nicht auf Abfall wachsen werden. Oh, und da wir jeden Gegenstand für dich magisch herbeibeschwören müssen, wirst du feststellen, dass wir dafür etwas Gold brauchen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Fürs Erste solltest du etwas Gold haben, das du durch die Verwertung der Überreste erhalten hast. Platziere ein paar Schafgarben im Sterneparadies. Alle wollen sie nur mein Gold haben. Ich hab's ja gewusst. So, Platzierer. Wähle den Platzierer und wähle einen Gegenstand aus dem Katalog aus. Wenn ein Gegenstand ausgewählt ist, interagiere mit einem Stück Land, um einen neuen Gegenstand zu platzieren. Wenn das Land noch gesperrt ist oder die Oberfläche deinen Gegenstand nicht unterstützt, kannst du ihn nicht platzieren. Manche Gegenstände können auf andere gestellt werden, okay? Die meisten Oberflächen und Gegenstände sind mit natürlichen Eigenschaften ausgestattet. Berücksichtige diese, wenn du... Gegenstände platzierst und Lebensräume schaffst. Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, muss sie vorhanden sein. Wenn sie verboten ist, darf sie nicht vorhanden sein. Wenn sie verboten ist, darf sie nicht vorhanden sein. Das ist irgendwie ein komischer Satz. Dieses Feld zeigt deine Leistung auf einen Blick. Oh, was habe ich gemacht? Hilfe! Schafgarbe, Schafgarbe. Da stand irgendwas mit Schafgarbe gerade. Moment, hier haben wir Schafgarbe.
So viel kostet es, dies zu beschwören. Ja, ist doch okay. Wenn ich das hab, dann lass mich das doch machen. Blumig Erde, mehrjährig, am besten im Herbst gepflanzt. Für die einen ist sie ein aggressives Unkraut. Hallo, wir reden hier von Schafgarbe. Für die anderen eine Gartendekoration, die sich gut für naturbelassene Flächen eignet und bestäuber wie Schmetterlinge anlockt. Ja, und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das auch eine gute Pflanze. Eine Heilpflanze war es, glaube ich, nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe so wenig Ahnung mit momentan. So, wie viel kostet das? 18? Ballern wir einfach mal das ganze Geld raus. Wobei, nee, das ist... Ach, das geht hoch. Also 5 kostet es und 15 haben wir. Wir machen einfach noch ein drittes. Ach so, steht ja auch da. Platziere 3 Blumen. Okay, dann. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Durch Interaktion mit der Welt kannst du die Dinge so anordnen, wie du es für richtig hältst. Oder dich von unerwünschten Dingen trennen. Bald schon wirst du diese Technik auch nutzen, um ein Auge auf deine Bewohner zu werfen. Mehr dazu aber später. Immer alles später. Es ist höchste Zeit, dass du anfängst, Sternenparadies fürs Leben vorzubereiten. Dafür sollte dein erster Schritt darin bestehen, einige Flächen umzuwandeln. Mit diesem Zweck haben wir dich zu einem Spaten und mit Gras versorgt. Versuche, Einöde in Gras zu verwandeln. Ja, kann ich doch einfach nur per Knopfdruck, oder nicht? Wenn du kein Werkzeug ausgewählt hast, halte die Schaltfläche Interagieren gedrückt, um Gegenstände und Tiere aufzunehmen. Okay. Gegenstände können bewegt, verwertet und ihre Variation kann geändert werden. Tiere können bewegt und umbenannt werden. Ah, das ist cool. Das Tippen auf Interagieren hat auf einige Gegenstände besondere Auswirkungen, wie zum Beispiel das Postfach. Du kannst eine Kreatur nicht nur platzieren, sondern auch das Aktionsrad öffnen, indem du eine Kreatur hältst. Okay. Benenne sie um und gib ihr einen hübscheren Namen. Verfolge sie und schaue dir an, was sie so tut. Es gilt aber nur für Tiere, oder? Ich kenne jetzt nicht die Schafgarbe in Schmetterlingsblume oder so umbenennen. Verändere ihr Aussehen in freigeschaltete Varianten. Okay. Hebe Abfall auf und verwerte ihn. Ach so, nee, Moment, das war hier. Ach ja, das kostet mich ja auch immer was, ne? Ich könnte es aber es kostet mich doch eigentlich nichts. Das verwirrt mich jetzt, weil hier stand doch, dass das hier mein... Ach nee, das sind die Sekunden. Ah, das sind die Sekunden. Ja, 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 ja. Dann können wir das ja im Endeffekt so machen, dass wir jetzt hier alles einfach markieren. Das geht dann zwar... Hoppala. Überreste erhalten. Was ist das denn jetzt schon wieder? Es geht dann zwar langsamer, wollte ich gerade noch sagen. Als wenn wir das jetzt alles mit der Hand machen. Lalalala. Geh doch mal weg da! Ach, was habe ich jetzt gemacht? Nee. Achso, der ist schon fertig. Wieso ist der fertig? Hä? Wieso sind die alle schon fertig hier? Muss ich jetzt nicht so ganz verstehen, oder? Moment, kann ich? Wie kann ich denn? Ah, mit den Tasten. Okay. Mit denen kann ich mich bewegen. So. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mal eben abwarten, bis das Ganze hier... Hebe Abfall auf und verwerte ihn. Grundland 0%. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Aber das war ja eben automatisch, oder? Wenn ich den Rasen drauf gemacht habe, dann habe ich doch automatisch den ganzen Abfall verwertet, meine ich. Ratsmitglied. Oh, hallo. Okay, gedrückt halten und dann kann man das Ratsmitglied quasi umbenennen. Verstehe. Gut, dann würde ich sagen, wir warten jetzt mal einen Moment, bis überall Rasen ist. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Ja, ihr Lieben. Ihr seht, wir haben jetzt alles wunderbar schön grün und ich habe es geschafft, das Spiel kaputt zu machen. Weil so wie es aussieht, sollte ich tatsächlich nicht das machen, was die am Anfang gesagt haben, nämlich alles grün machen,
sondern ich sollte wohl tatsächlich erstmal den ganzen Müll aufsammeln, der da ist, und ich vermute mal dann alles grün machen. Ich werde das Spiel jetzt nochmal von Anfang an neu starten, das werdet ihr jetzt aber nicht mitkriegen, sondern wir werden uns jetzt quasi an der gleichen Stelle wie von eben wiedersehen. Ich krieg alles kaputt. Nein, doch. So, wir sind wieder da und ich habe zwei Sachen zu sagen. Einmal, ich habe mich eben vertan, habe am Anfang auf Nein geklickt, wo ich noch so schön gefragt habe, was eigentlich passiert, wenn ich auf Nein klicke. Und es gibt da tatsächlich eine Errungenschaft dafür. Also wenn ihr die Errungenschaft haben wollt und das Spiel aber trotzdem spielen wollt, dann klickt erstmal auf Nein, dann werdet ihr wieder rausgeworfen und danach könnt ihr dann auf Ja klicken und euren Namen eingeben und so weiter. So, die zweite Sache, wir werden uns jetzt strikt ans Manuskript halten. Ich werde dieses Spiel hoffentlich nicht nochmal kaputt machen. Also hebe Abfall auf und verwerte ihn. So, Überreste. Aufgabe abgeschlossen. Wie verwerte ich den denn? Indem ich den weglege oder was? Okay. Jeder natürliche Gegenstand trägt eine magische Essenz in sich, die wir uns zunutze machen können. Je mehr wir haben, desto mehr Magie können wir sammeln. Besonders bei größerer Vielfalt. Aber im Gegensatz zu uns bist du nicht magisch veranlagt. Darum haben wir eine Lösung gefunden. Goldmünzen. Jede Nacht werden wir unsere gesammelte Menge Magie einsetzen, um diese Münzen herbeizuzaubern. Du erhältst eine frische Goldlieferung im Morgengrauen, rechtzeitig zum Frühstück. Aber es ist schon spät, Gameplayerin. Machen wir Schluss für heute. Unsere kleinen Hände verkrampfen schon vom Schreiben all dieser Briefe. Kennen die keine E-Mails? Wir melden uns im Morgengrauen zurück. Nachts wird es zwar ziemlich dunkel, aber du musst dir keine Sorgen machen. Gute Nacht. PS, in der Zwischenzeit kannst du gern deine Gartenarbeit fortsetzen. Fortschritt und Zeit. Das Notizbuch enthält verschiedene Notizen von deiner Reise, wie Briefe und Aufgaben. Das Aufgabenwerkzeug zeigt deine aktuell verfolgte Aufgabe an, die du im Notizbuch ändern kannst. Die Zeitanzeige zeigt tagesbezogene Informationen an und ermöglicht einen nächtlichen Schnellvorlauf. Okay, erhalte deine erste Auszeichnung im Morgengrauen. Na gut, die Frage ist jetzt natürlich, ich würde jetzt gerne mit den Sachen hier interagieren. Wenn ich das mache, habe ich... Moment, Aktion? Verwerten. Ach, wir haben das eben gar nicht verwertet, so wie die das gesagt haben. Also, linke Maustaste gedrückt halten und dann steht hier rechts... Also, man kann auch Variationen nehmen, wahrscheinlich anderen Müll reinlegen oder so. Aber die rechte Maustaste gedrückt halten, um dann auf Verwerfen zu gehen. Und dann hat man das Ganze... Ah, okay. Das hätte ich vorher wissen müssen. Also mit rechte Maustaste und so. Okay, sonst haben wir hier aber keinen Müll, den wir hier nutzen können. Na, dann würde ich sagen, auch wenn es jetzt gerade Nacht ist, wir machen hier mal die Stelle ein bisschen größer. Die haben noch von Vorlaufzeit gesprochen. Nehmen wir mal die hier. Morgengrauen. Bei Morgendämmerung beginnt der nächste Tag. Bringt neues Wetter und eine Auszeichnung von frisch beschworenem Gold. Die Menge des Goldes hängt von der Anzahl der Gegenstände, die du besitzt, dem Gartenliebe-Bonus und deinen Ausgaben ab. Dein Fortschritt wird ebenfalls gespeichert und mit dem obigen Symbol angezeigt, sodass du zu einem späteren Zeitpunkt dort weitermachen kannst, wo du aufgehört hast. Ah, okay, das ist gut zu wissen, weil als ich nämlich eben auf neues Spiel gegangen bin, war nämlich nirgendwo ein Speicherstand und ich habe ehrlich gesagt schon überlegt, was ich jetzt eigentlich machen sollte, weil, ja, es war halt kein Speicherstand und ich wusste halt auch nicht, wie ich speichern muss. Okay, also man muss den Tag einmal überspringen. Erhalte deine erste Auszeichnung im Morgengrauen. Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten abgeschlossenen Tag. Du kennst jetzt die Grundlagen, aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken auf deiner Reise als Gärtner. Du wirst jedoch vorerst die Zügel in die Hand nehmen, denn wir haben eine eigene Aufgabe. Als diese Welt verkümmerte, zogen die meisten unserer Freunde fort. Gute Freunde,
hilfreiche Freunde. Wir möchten Ihnen eine Botschaft der Hoffnung übermitteln. Sie wissen lassen, dass wir einen neuen Gartenverwalter gefunden haben. Also, probiere aus, was du gelernt hast, und wir sollten morgen wiederkommen und dich über Tiere unterrichten. PS, wenn dir das Geld ausgeht, gibt es einige Herausforderungen, die du in dein Notizbuch abarbeiten solltest. 250.000 Gold und wir haben diverse Sachen erhalten. Okay, ja, ich würde sagen, Erde, Schmutz, Gras. Gewöhnliche Erde voller Mineralstoffe, Nährstoffe und Organismen. Perfekt für den Anbau von allem. Von allem. Von Möhren bis zu Tulpen. Gut, da kann man dann nur Pflanzen drauf machen. Da kann man dann was anbauen. Aber Schmutz? Ähnlich zu Erde gilt jedoch aufgrund des Mangels an Nährstoffen und lebenden Organismen als tot. Ja, warum sollte ich so einen Quatsch dann da drauf machen? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir machen mal, Aufgabe, genau. Wir machen mal die Erde. Setzen uns hier mal so ein kleines Fleckchen hin. Ich habe zwar jetzt keine konkrete Anleitung dafür, aber wir sollen ja jetzt mal ein bisschen was machen bis zum nächsten Morgengrauen. Und das würde ich sagen, nehmen wir noch mit in unserem ersten Blick hier ins Spiel. Ach, wir haben aber noch gar nichts. Hat der nicht eben alles freigeschaltet? Katalog, R. Schafgarbe, Herzblattlilie, Laub, schattenspendend, Unterschlupf. Stein. Ach so, das sind die verschiedenen Variationen, oder wie? Pflanzen. Habe ich nicht was zum Anbauen gerade bekommen? Moment. Ach so, das hatten wir vergessen. Tut uns leid, Gameplayerin. Wenn du in Sternenlicht herumstöberst, könntest du verlorene Gegenstände und Schätze aus den Tagen von Nightshade finden. Sternenlicht habe ich jetzt eingegeben, ich wusste den alten Namen nicht mehr. Behalte das Gold, das du findest, aber wenn du uns interessante Artefakte zeigst, können wir sie vielleicht in Zukunft für dich beschaffen. Oder wir könnten zumindest einige interessante Informationen geben. Viel Glück bei der Schatzsuche. Okay. Erkunde unbekannte Gebiete, indem du sie mit deinen Spaten umgräbst. Wer weiß, welche archäologischen Schätze du entdecken könntest. Gold ist der häufigste Fund, aber du könntest auch über verlorene Artefakte und andere Überbleibsel früherer Bewohner stolpern. Okay. Ah. Ja klar, wir können. Aber wenn wir jetzt Schmutz machen, das ist doch was anderes. Das ist nicht das, was hier drin ist, ne? Ich würde es gerne alles grün haben, aber... ich bin mir nicht sicher, Copy? Graben? Aber nur so kann ich nicht. Ich kann das nur so machen. Also mit Graben meinen die aber anscheinend alles, was ich jetzt hier reinsetze, oder? Habe ich das richtig verstanden? Dann würde ich das hier nochmal umgraben. Kommt aber nichts bei raus. Also ich mache das Innere, mache ich jetzt so ein bisschen grün. Mal gucken, ob der da irgendetwas überhaupt umgräbt. Oder habe ich hier links eventuell schon irgendwas ausgegraben? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Nee, das sieht nur so aus, ne? Ich dachte jetzt, weil das hier so umgegraben aussieht. Na ja, gut. Dann nicht. Dann machen wir hier nochmal einen Streifen rein. Und ich würde sagen, dahinter mache ich dann nochmal einen Streifen. Damit das schön grün ist. Und ja, wir können ja ein paar Blümchen oder sowas vielleicht noch dahin pflanzen. So für den Eingangsbereich quasi sieht das bestimmt nicht schlecht aus. Und dann lasse ich die restlichen Sachen, lasse ich da ein bisschen noch offen, dass wir da so Beete reinpflanzen können. Weil ich habe das Gefühl, wir dürfen nicht zu viel machen, sonst mache ich es wieder kaputt hier. 61%. 63. Aufgaben, dein Notizbuch. Ja gut, das hatten wir jetzt eben schon, das habe ich natürlich nicht mehr gemacht.
Okay. Na gut, ich würde sagen, dann überspringen wir einfach mal den Tag. Hallo, es scheint, als ob der Garten noch steht. Nicht, dass wir etwas anderes erwartet hätten. Wir haben gestern unsere Botschaft der Hoffnung weit und breit verbreitet. Gameplayerin, die Dinge sind auf dem richtigen Weg. So aufregend. Mit der Zeit solltest du damit rechnen, von unseren alten Freunden kontaktiert zu werden. Sie sind interessante Wesen, die dir helfen können, deine Gartenarbeit voranzubringen. Aber wir sollten nicht zögern. Es ist Zeit für Tiere. Zunächst einmal benötigen Tiere Lebensräume, in denen sie leben können, und jede Art hat ihre eigenen Anforderungen. Wir haben Details über Hummeln für dein Notizbuch angehängt. Kurz gesagt, brauchen sie Schatten und eine ganze Anzahl Blumen. Lege einen Lebensraum für Hummeln an und wir melden uns bei dir. PS, wir haben es geschafft, einige neue Böden und Gegenstände für dich zu finden. Viel Spaß damit. Lebensräume. Ein Lebensraum entsteht, wenn ein Stück Land die richtige Menge an natürlichen Eigenschaften in seiner Umgebung hat. Jede Art hat eigene Eigenschaftsanforderungen und Gebietsgröße, die im Notizbuch zu finden sind und dort nachverfolgt werden können. Du musst geeignete Oberflächen, Gegenstände und bewohnte Lebensräume herausfinden, um einen Lebensraum zu erstellen. Ja, und der Rest ist dann in Englisch. Ich finde es immer wunderbar, wenn Spiele nicht komplett übersetzt sind. Frösche, es geht um Frösche. Das bist jetzt von. Also Notizbuch. Okay, Notizbuch. Schafgarbe haben wir erhalten. Baue einen Hummel-Lebensraum mit den Details aus dem Notizbuch. Hummeln. Hummeln. Kann man denn hier irgendwas anklicken? Moment, hier sind die Tiere. Hummeln. Schattenspendend. Blumig. Ja, blumige, schattenspendende. Lebensräume. Das sagt mir jetzt so rein gar nichts. Ich weiß zwar, was davon Blumen sind und was schattenspendend ist, aber ja. Das sagt mir jetzt wirklich so gar nichts. Welche soll ich denn jetzt genau nehmen? Ist das jetzt egal oder ist das jetzt. Moment, Hummeln. Kann ich mir nur nicht ansehen. Okay. Dann Tulpe. Gehört zur Familie der Liliengewächse und kommt in etwa 75 Arten vor. Die Blütenblätter sind im Allgemeinen essbar und schmecken wie Gemüse. Okay. Herzblattlilie, Laub, schattenspendend, Unterschlupf. Nehme davon erstmal was. Haben wir hier so 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Nee, da. Ach so, das ist dann direkt als Shortcut quasi drin, verstehe. Schafgarbe steht irgendwie gar nichts drin. Machen wir auch noch mal ein paar Tulpen rein. Oder auch nicht. Warum kann ich Tulpen da nicht platzieren? Ach so, weil die angepflanzt wird. Nee, oder? Okay. Nun gut. Ich mache einfach mal alles, was mir gerade so auffällt. Was mir hier über den Weg läuft. Also, Schafgarbe haben wir da. Kleines Steinfragment, das von einem Menschen bewegt werden kann. Naja, das ist natürlich. Weiß ich nicht. Das ist ja nur Deko, ne? Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen. Ah, Moment. Mehrjährig, am besten im Herbst gepflanzt. Steht aber überall, ne? Dann nehmen wir doch mal die Schafgarbe und machen hier noch so ein bisschen davon hin. Hoppala. Aufgabe abgeschlossen. Gut, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber ich habe es geschafft. Sehr schön. Prima. Du hast einen schönen kleinen Lebensraum geschaffen. Sobald du einen Lebensraum zur Verfügung hast, werden neugierige Tiere auftauchen, sobald das Wetter es zulässt. Es kann eine Weile dauern, also hab Geduld.
Wenn dich ein neugieriges Tier besucht, bring es in sein neues Zuhause, damit es einziehen kann. Und schon hast du einen neuen, liebenswerten Bewohner. Warte auf ein neugieriges Tier und platziere es in deinem neu gebauten Lebensraum. Oh, und wir haben eine zusätzliche Aufgabe, der du nachgehen kannst, während du wartest. Sammle 750 Gold und wir werden dir etwas zeigen, das du absolut lieben wirst. Anlocken. Damit Tiere auftauchen, musst du Lebensräume für jede Art bauen. Wenn ein nicht bewohnter Lebensraum fertig ist, wird nach einer Weile ein neugieriges Tier auftauchen. Ja, wobei Hummeln bewohnen, die fliegen ja eher immer nur die Blumen ab, ne? Hinweis, Tiere können nur während einer aktiven Stunde und niemals bei ihrem unbeliebten Wetter kommen nur, nicht können nur. Okay. Ach so, für Wege ist das gedacht. Ja, das ist gar nicht schlecht. Sobald ein neugieriges Tier ankommt, musst du es in sein neues Zuhause platzieren. Hebe es auf, indem du Interagieren drückst und platziere es in einen leeren Lebensraum. Für die bisherigen Bewohner bewirkt dies, dass sie stattdessen ein neues Zuhause erhalten. Okay, ich werde mal eben so einen Weg machen, weil das gar nicht mal so schlecht aussieht. Ich bin gerade am Gucken, aber das war keine Hummel, die ich jetzt da gesehen habe. Da ist eine Hummel! Eine Hummel! Eine Hummel! Ich weiß aber nicht, wo ich die platzieren soll. Ist das mein neues Zuhause? Darf ich einziehen? Ja, darfst du. Eine neugierige Kreatur. Die hat sich zwar nebenan jetzt hin platziert, aber ist egal, ist nicht schlimm. Okay, also wenn da zwar... Oh, Erstbesiedlung. Siedle deine erste Kreatur an. Yay! Die neue Hummel ist so niedlich, Gameplayerin. Ja, aber alleine bringt die mir nichts. Tiere sind nicht nur ein Geschenk des Lebens, sondern sie helfen dir auch, deine Fähigkeiten zu verbessern. Ein alter Freund sollte sich bald bei dir melden, um dir mehr zu zeigen. Aber wir haben vergessen, die Lebensqualität zu erwähnen. Tiere werden glücklicher, wenn man ihren Lebensraum mit Dingen füllt, die sie mögen. Wenn du jedoch einen Lebensraum zerstörst, kann es passieren, dass sie verschwinden. Du solltest auch dafür sorgen, dass du einen Unterschlupf zum Schutz und Nahrung zur Verfügung stellst. Dein Notizbuch zeigt dir, welche Nahrung ein Lebewesen braucht. Viel Glück bei der Suche nach neuen und lebenswerten Bewohnern. PS, du kannst der Hummel einen Namen geben, wenn du magst. So etwas wie Susi Summ vielleicht. Aber sonst haben die keine Probleme. Wo ist die Hummel? Komm mal her. Setz mich bitte wieder runter. Wie kann ich dir denn einen neuen Namen geben? Aktionen. Achso, hier, umbenennen. Ich will dich aber nicht Susi Summ nennen, sondern Susi Hummel. Fragt mich nicht, ich habe gerade keinen besseren Namen. Oh, und ich taufe dich. Benenne deine erste Kreatur um. Ja, wunderbar. Wenn man doch mal was macht, was die vorgeben, dann kriegt man immerhin auch mal hier und da eine kleine Belohnung im Sinne von Errungenschaften. Ja, cool. Achso, ich habe dich nicht wieder hingesetzt, oder? Moment. Da, habe ich dich jetzt... Susi Hummel. Susi Hummel ist... Erweitere deinen Horizont. Sammle 750 Gold. Hallo Gameplayerin, du hast die folgende Herausforderung abgeschlossen. Rename a held creature with the action wheel. Gut gemacht. Ja, sehr, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, wir überspringen jetzt erstmal die Nacht, damit gespeichert wird. Und zu viel darf ich jetzt leider aktuell noch nicht zeigen. Ich muss mich an das Embargo halten. Deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr dazu sehen wollt. Ich denke mal, ich werde so 3 Folgen oder so auf jeden Fall machen, um das Spiel vorzustellen. Wenn ihr jetzt aber sagt, das Spiel ist so mega klasse, ich will unbedingt davon ein Let's Play sehen und sich da genügend Leute melden, dann kann ich natürlich auch gerne ein Let's Play davon machen.
Und ansonsten muss ich mal schauen, ob ich das Ganze eventuell im Stream mache oder ähnliches. Muss ich dann mal für mich ja, ein bisschen schauen. Ich werde es auf jeden Fall überspringen und damit speichern. Und ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an die Kommentare und lasst natürlich auch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.